über haben, weil ich glaube, verkaufen können wir das Zeug eh nicht. Was anderes als Heiltränke damit machen können wir auch nicht. Also rein mit dem ganzen Zeug und lustig, tralalala oder so. Wow. 6 Heiltränke, oder? Okay, ich glaube, das ist eine ganz schöne Menge. Damit kann man auf jeden Fall schon mal hantieren. Damit werden jetzt ganz schön wundervolle Sachen vollbringen. Was könnte da jetzt für ein Tier kommen bei dem ganzen Anzeichen? Ein Wolf. Ha, damit habt ihr nicht gerechnet. Aragog, hier ist ein Mensch. Warum kann ich jetzt auf einmal spinnen hören? Hallo. Okay, ganz ehrlich, ich mach sowas. Ist das Hagrid? Nein. Nein, ich bin ein Freund von Hagrid. Ich bin gekommen, um ihm zu helfen. Warum braucht Hagrid Hilfe? Es wird behauptet, Hagrid habe vor vielen Jahren ein Monster in Hogwarts freigelassen. Es hat jemanden getötet und nun ist es zurückgekehrt. Er hat mich freigelassen, aber dann hat er mich weggeschickt. Ich bin niemals zurückgekehrt und ich habe niemanden in der Schule angegriffen. Du bist also nicht der Wächter der Kammer des Schreckens? Nein. Der Wächter der Kammer ist eine uralte Kreatur, die wir Spinnen mehr als alles andere fürchten. Diese Kreatur hat das Mädchen in der Toilette getötet, nicht ich. Woher weißt du das? Danke, ich sollte jetzt besser gehen. Nein, das wirst du nicht. Ich kann meinen Kindern frisches Fleisch nicht verwehren. Adieu, Freund. Wow, er hat ein Rictus-Sempra-Symbol auf seinem Rücken. Auf seinem Bauch. Wenn ich es schaffe, diese Netze mit Defindo durchzuschneiden, fällt Aragog bestimmt in die Senke. Beißt ihn, meine Kinder! Rictus-Sempra! Wow. 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 Okay, ich sollte das mit mehr Euphorie angehen, denn das ist jetzt unglaublich Beißt spannend. Beißt ihn, meine Kinder! Oh nein, wir müssen es verhindern. Wir dürfen Hagrid nicht im Stich lassen. Wir dürfen Dumbledore nicht im Stich lassen. Nein, wir dürfen das nicht zulassen. Ja. Niemals, das können wir einfach nicht. Beißt ihn, meine Kinder! Wir sind der Letzte, wir sind die letzte Bastion vor dem Erben des Slytherin, denn wir sind schließlich Harry Potter. Der Nachfolger von Dumbledore und der Einzige, der es je geschafft hat, einen grausamen Flug von Voldemort aufzuhalten. Wir sind der coolste Kerl überhaupt. So, wir müssen da jetzt irgendwie schnell durchlaufen, oder was? Ich hab's Gefühl, die Dinger regenerieren sich. Nee, tun sie nicht. Das sind einfach nur verdammt viele. Wow. Oh nein. Was passiert jetzt? Ja, das Spinnennetz reißt nicht durch. Nein, es ist eine... Wie eine flache Ebene, die einfach mal eben runterknickt. Und Rictus-Sempra! 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 Okay, also fassen wir zusammen. Ich möchte auch noch ein bisschen kulturellen Inhalt liefern. Die Art und Weise, um den Typen zu besiegen, ist, man läuft einfach die ganze Zeit im Kreis und spammt einen Zauber. Wir haben so zumindest das Gefühl, dass es funktioniert. Und sieh da, es funktioniert tatsächlich auch so. Übrigens nervt mich seine Stimmausgabe. Ja. Warte, ich muss mal gerade mein Headset leiser stellen. War Kids, sollte ich vielleicht wieder sagen. Ach, aber ihr müsst verzeihen, manchmal ist man halt in zeitlicher Eile, wenn man mal eben gerade mit dem Problem einer überdimensional großen Spinne befasst, die seinen Kindern kein Fleisch verwehren möchte. Naja, Sachen, da muss man jetzt nicht besser zu nachfragen. Ist ein bisschen wie der türkische Ehrenmord. Politische Kontroverse erfolgreich zu unpassendem Moment eingebracht. So möchte ich das auf ein Leben sagen. So, stirb. Danke, stirb. Danke. Übrigens verliert ihr immer nur sehr wenig, wenn ich mich richtig treffe, aber es macht im Endeffekt eh keinen Unterschied, weil, ja, ihr seht es, ich habe einfach nichts gemacht. Das war jetzt nicht wirklich so, dass ich... Tschüss, war schön, dass ich dich eben gerade umgebracht habe. Ja, gut, du wirst da jetzt nie wieder rauskommen. Du bist eine Spinne, normalerweise Lockhart, solltest doch, du da hoch... Du warst gut. Er hat uns Rictus-Sempra beigebracht. Du hättest doch einfach... Okay, das gibt keinen Sinn, die könnte da jederzeit wieder hochklettern. No, okay. Ausgezeichnete Arbeit, Harry. Ja, danke, Ron, jetzt bist du wieder Sieh da. Mal, ich hab Dads Auto gefunden, aber ich muss dir was Schlimmes mitteilen. Hermine wurde angegriffen, sie ist versteinert, wie die anderen. Oh nein, wir sollten so schnell wie möglich zurückkehren. Steig ein. Steig ein, Harry. Dum, dum, dum. Wir sind auf mysteriöse Art und Weise
in der Befindlichkeit von Hogwarts. Kurz vor den Krankenseelen. Ich habe das Gefühl, dass wir hier bald ein dickeres Problem am Haken haben, als wir eigentlich wollten. Oh, und ich habe mal gerade wieder eben ein Geheimnis gefunden. Ich meine, okay. Man sollte ab und zu einfach mal ein bisschen die Augen offen halten. Ich glaube, das tut mir ganz gut. Hey. Oh, zwei Truhen gleich. Und mal eine silberne Karte. Ja, ich würde mal sagen, Klapse Diem oder so ähnlich. Wir haben nämlich jetzt Artemisa Lufkin, die erste Hexe, die Magieministerin wurde. Die Namen werden immer schwieriger und ich tue mich zunehmend schwerer, die richtig auszusprechen. So, und wenn ich jetzt schon bei der Kartenproblematik bin, beziehungsweise Problematik nicht wirklich im eigenen Sinne, sondern bei der Kartenthematik, sage ich mal lieber. Denn ich hatte ja ganz zu Anfang des Projektes angekündigt, ich mache es zu 100% und zeige all die goldenen Karten, die man ja erst freischaltet, wenn man den ganzen Rest hinter sich gebracht hat. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, alle Karten zu finden. Und dementsprechend ist es nun mal auch so, dass ich die Goldkarten augenscheinlich nicht zeigen kann. Moment, denn ich habe von einem guten User angeboten bekommen, dass er mir ein Save State schickt mit all den Karten, dass alle Karten freigeschaltet sind. Und nach regulärem Abschluss, heißt nach dem Endscreen, werde ich diesen Save State dann laden, also in einer separaten Episode oder mehreren, ich weiß nicht wie lang es dauert, und die goldenen Karten auch noch nachreichen. Das heißt, ihr bekommt the full experience, das volle Erlebnis, Harry Potter Spaß mit Mr. Murr. Und könnt mich trotzdem hassen, weil ich nicht alles gefunden habe. Ne? Mona Lisa für Arme da hinten. So, wir gehen jetzt mal mit Ron weiter, weil Ron denkt sich schon so, oh, Hermine. Nein. Ich meine, Hermine. Sie ist wichtig. Ich mag diese schwarzen Augen, die sehen richtig gruselig aus. So, hallo Kranke. Ich sollte mich besser nicht von Madame Pomfrey erwischen lassen. Warum? Da ist Hermine. Was hat sie da in der Hand? Eine Notiz. Es ist ihre Handschrift. Da steht, von den vielen furchterregenden Biestern und Monstern, die unser Land durchstreifen, ist keines seltsamer oder tödlicher als der Basilisk, auch bekannt als der König der Schlangen. Diese Schlange, die eine gigantische Größe erreichen und viele hundert Jahre alt werden kann, wird aus einem Hühnerei geboren, das von einer Kröte ausgebrütet wird. Außer seinen tödlichen und giftigen Zähnen hat der Basilisk einen mörderischen Blick. Und alle, die in den Bann seiner Augen geraten, erleiden den sofortigen Tod. Spinnen fliehen vor dem Basilisken, denn er ist ihr tödlicher Erbfeind. Und der Basilisk entflieht nur dem Krähen des Hahnes, das tödlich für ihn ist. Aber wie ist der Basilisk im Schloss herumgekommen? Eine große Schlange. Jemand hätte sie sehen müssen. Rohre! Ron, es hat die Rohrleitung benutzt. Ich habe diese Stimme aus den Wänden gehört. Das Mädchen, das ums Leben gekommen ist. Aragog hat gesagt, sie wurde in einer Toilette gefunden. Was ist, wenn sie die Toilette nie verlassen hat? Was ist, wenn sie immer noch dort ist? Du denkst doch nicht etwa, die maulende Myrte. Der Eingang zur Kammer des Schreckens. Er ist doch nicht etwa... In Dumbledores Büro! Der maulenden Myrte. Verdammt, knapp daneben. Die Schüler kehren sofort in ihre Schlafsäle zurück. Die Lehrer versammeln sich im Lehrerzimmer. Unverzüglich, bitte. Oh nein, nicht schon wieder ein Angriff. Ne. Tja, da haben... Ja, es gab einen weiteren Angriff. Verdammt. Den schlimmsten Angriff überhaupt. Dieses Mal war jemand entführt worden. Es handelte sich um Ginny Weasley. Und eine weitere Botschaft stand an der Wand. Ihr Skelett wird für immer in der Kammer liegen. Jetzt würde Hogwarts sicher bald geschlossen werden. Professor Lockhart wurde der Auftrag erteilt, Ginny zu befreien. Aber Ron und Harry fanden keine Ruhe. Sie mussten etwas unternehmen. Beeil dich, Harry. Wir müssen Ginny retten. Wir müssen alles genau planen. Ich gehe in die Toilette der maulenden Myrte und versuche, den Eingang zur Kammer des Schreckens zu finden. Und ich gehe Lockhart suchen. Es würde mich nicht wundern, wenn er versucht, sich aus dem Staub zu machen. So, was soll ich dazu sagen? Erstmal schreit der gute Ron uns an, obwohl er 2 Millimeter vor unserem Gesicht steht. Aber gut, ich meine, wer redet denn nicht immer in dieser Lautstärke, wenn er redet? Mit einer Person, die direkt vor ihm steht. Und lustige Nebeninformation ist auch noch,
dass irgendwie dieses Spiel so tiefschichtig ist. Wir haben hier super Jump'n'Run, ein Tag, derbe Actionkämpfe gegen riesige Spinnen und jetzt auch noch Dr. Harry und Watson Ron, die zusammen den Fall der maulende Myrte hinter sich bringen. Grandiose Action, mehr kann ich dazu nicht sagen. Und ich würde sagen, kloppen wir doch gleich mal weiter auf in das nächste Adventure. Widmen wir uns dem nahen Ende und ziehen wir das Ganze doch jetzt an einem Stück durch. An einer Aufnahme wäre doch mal was ganz Interessantes. Ich versuche es zumindest jetzt wirklich in einer Aufnahme durchzuziehen, damit ich beim nächsten Mal, wenn ich aufnehme... Oh, hier können wir auch nochmal gleich ein bisschen Böhnchen sammeln. Das nächste Mal, wenn ich dann aufnehme, kann ich dann, ja, die goldenen Karten hinter mich bringen. Und dann ist das ganze Projekt fertig. Nicht, dass ich jetzt nicht mögen würde, das Projekt, aber irgendwann ist dann auch mal... Ich weiß nicht, es geht bestimmt schon 6 Monate oder so, das Projekt. Dann beende ich es mal lieber jetzt so schnell. Ne? Wir nehmen ja hier so ein bisschen Drogen zu uns, die nicht reichen, aber wir haben ja genug mehr Drogen, bitte. Und Harry fühlt sich jetzt schon gleich viel erleichterter und kann ganz entspannt in den Tag starten, wie jeder Koffeinabhängige. So, hier machen wir schon mal den Balken einfach mal ein bisschen frei. Harry, du könntest so locker drüber klettern, aber naja. Spiellogik ist immer super, aber ich bin ja ein großer Freund von Spiellogik. Ich kritisiere sie ja nur zu gerne, aber eigentlich nur aus... Einfach nur aus Spaßgründen, kann man schon echt so sagen. Ich habe da jetzt nicht wirklich... Ich kritisiere das jetzt nicht großartig so eher ernsthaft, ne? Denn ich muss ja nochmal sagen, Harry Potter macht selbst mir jetzt noch mit dieser ganzen Simpelheit, die es besitzt, wirklich großen Spaß. Es ist einfach ein wirklich lustiges und spaßiges Spiel. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und als solches... In dem Klassenzimmer für Verwandlungen. Sollte das auch behandelt werden. Also, ich meine, man kann von dem Spiel einfach keine großartige... derbe Leistung erwarten. Man kann einfach wirklich nur erwarten, was man da bekommt im Endeffekt, nämlich ein wirklich stimmiges und spaßiges Kinderspiel. Aber wieso mache ich jetzt mein Resümeur, wenn das Spiel doch überhaupt noch nicht sein Ende gefunden hat? Ich habe ein sehr schlechtes Zeichen. Die Kammer des Schreckens wurde geöffnet. Feinde des Erben, nehmt euch in Acht. Caps Lock! So. Wow, wieso eigentlich genau in dieser Wand? Wahrscheinlich, weil sie sehr zentral steht. Okay, ich wollte gerade irgendwas Episches sagen, aber dann ist mir entfallen, was ich denn sagen wollte und das ist nie so ein guter Moment. Hallo, maulende Myrte! Oh nein, das sieht mir nach einer Drogenvision aus. Harry hat vorhin zu viel Heiltränke genommen. Was willst du diesmal? Dich fragen, wie du gestorben bist. Ihr seid die Ersten, die das interessiert. Ich bin in dieser Kabine gestorben. Ich erinnere mich noch sehr gut daran. Die Tür war verriegelt und ich weinte, weil Olive Hornby mich wegen meiner Brille hänselte. Dann hörte ich jemanden hereinkommen. Dann wurde etwas Komisches gesagt, in einer anderen Sprache, glaube ich. Es war ein Junge, der sprach. Also habe ich die Tür aufgemacht, um ihm zu sagen, er solle gefälligst verschwinden und sein eigenes Klo benutzen. Und dann bin ich gestorben. Wo stand der Junge denn? Dort drüben bei den Becken. Der eine Hahn hat nie funktioniert. Ob das wohl der Eingang zur Kammer des Schreckens ist? Gute Überlegung, Dr. Harry. Mach Entschuldigung, auf. Das Mach sollte mir auf. Nicht passieren im Let's Play, aber es war jetzt nicht zu unterbrechen. Vielleicht sollte ich es mit Parsel versuchen. Mach auf! Es Wow! Oh, oh Gott! Ich habe ihn. Er hatte schon gepackt und wollte gerade abhauen. Was ist das? Ich glaube, das ist der Eingang zur Kammer des Schreckens. Nun, dann braucht ihr mich ja nicht mehr, Jungs. Ich lass schon mal meinen Besen warm laufen. Das würde Ihnen so passen. Runter mit Ihnen! Nein! Los geht's, Harry! Ich komme! Okay. Das tut mir leid, dass ich das nach jeder Zwischensequenz muss, aber... Harry hat eben gesagt... Mach auf, mach auf. Und dann versuchte er es nach seinen Plänen in Parsel. Und in der Parsel-Sprache, die Sprache der Schlangen ist, bedeutet mach auf, sich mit der Hand an die Schläfe fassen, Augen halb zumachen und sagen, mach auf. Wow. Also das ist jetzt wirklich sehr schwach. Ron, willst du da nicht irgendwie mal
Ich gebe Ron jetzt so einen Tritt von hinten. Mach's gut, Ron. Beeil dich, Harry. Jede Sekunde zählt. Wie soll ich denn da rein? Soll ich an dir vorbeispringen, oder was? Rüttel nicht so rum, Harry. Ja, komm, hier. Du bist mir auch so ein Frechdachs, bist du. Schlawiner. Jetzt bist du auf einmal vor mir. Mhm. Harry, da oben ist etwas. Mir ist so elend zumute. Schluss mit lustig, Jungs! Ron! Sagt eurem Gedächtnis Adieu. Amnesia! Ron! Ron, bist du okay? Ich bin hier. Ich bin okay. Geh Ginny suchen, Harry. Warte hier mit Lockhart. Wenn ich in einer Stunde nicht zurück bin... Wir sehen uns gleich. Tü-tü. Eine Schlange. Was könnte das bedeuten? Und wie so? Professor Lockhart war die ganze Zeit schon... Na gut, eigentlich war er immer Professor Lockhart, er war nur einfach eben ein wenig deplatziert für seinen Beruf, aber so ist das ja sogar in unserer heutigen Gesellschaft noch öfter. Und du bist mir ein verdammt unhöfliches Kind. Nicht mal den Anstand besitzen, mir irgendwie vorher Kaffee zu kochen, bevor du mir mit deinem After irgendwie Dinge entgegenschießt. Das ist jetzt nicht so eine Praktik, möchte ich schon fast sagen, die mir großartig zusagt. Wow, hallo! Du bist schon ein verdammt großes Ding. Ey. Ich werde hier ständig und wirklich ständig mit komischen Sachen beschossen und muss durch komische Sachen durchlaufen. Das mag ich nicht. Irgendwie verliere ich zunehmend den Reiz daran, verletzt zu werden. Traurige Sachen gibt es heutzutage noch. Wie genau soll ich jetzt weiter? Soll ich da jetzt rüberspringen? Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich kann da jetzt nicht einfach rüberspringen, oder? Können es versuchen. Da unten sind übrigens Truhen, ne? Aber das... Nee, komm. Ach so. Okay, ich bin sowas von dumm manchmal. Hallo, ich hasse dich. So. Ich könnte natürlich auch einfach hier rausgehen und rüberspringen, aber nein, zu kompliziert. Irgendwas habe ich gerade gefunden. Wenn ich denn nicht immer... Wow, okay, das war jetzt echt unfreundlich. Ab auf die stille Treppe mit dir! Wusste ich doch. Die Supernanny würde niemals etwas verbreiten, was nicht der Wahrheit entspricht. Schon gar nicht Schokofrösche. Denn die sind, wie die Supernanny sagt, gesundheitsschädlich. Das weiß selbst jedes Kind und auch Harry, den eingeschlossen. So. Doing. Oh, das war knapp. So, und jetzt... Ah, Aufzugmechanismus. Und ist sogar so schön rostig dargestellt. Das gefällt mir doch. Und da sind auch Truhen, das ist super. Truhen sind sowieso generell super. Soll ich jetzt hier rausspringen? Also Truhen sagen, lassen zumindest darauf schließen, dass sie besser... Ja, komm, ich sollte jetzt schon rausspringen. Also ich kann es zumindest tun, denke ich mal. Weil alles andere, ich meine, die Truhen könnten mich vielleicht auch nur locken und eigentlich, wenn ich jetzt runterspringe, bin ich tot. Aber das wäre jetzt schon ein bisschen gemein. Na gut, was soll's. Dann trinken wir halt ein bisschen Koffein wieder. Wir haben's ja. Schmeiß mir mal den Topf hier um. Oh mein Gott! Ich wäre beinahe eben zerquetscht worden, habe ich das Gefühl, wenn das denn möglich ist. Und außerdem steuert sich das gerade sehr, sehr abgrundtief. So, danke. Topf nehmen. Wozu brauchen wir eigentlich jetzt noch Boden? Muss ich jetzt... Oh, ja, danke. Wozu brauchen wir jetzt eigentlich noch Boden? Haben die noch irgendwelche Relevanz für den späteren Spielverlauf? Kann ich danach Open World einfach weiterspielen? Ich habe keine Ahnung. Egal, wir gehen einfach mal speichern. Schadet sowieso nie. Mal hier safe. So, und dann schauen wir doch mal weiter. Hallo. Kann ich schon von hier? Ich will einfach nur auf mich warten, dass ich runterspringe. Geronimo! Und weit mein Teil. Und jetzt bewegt euch auf ganz mysteriöse Art und Weise. Haja! Sag mal, wieso? Wurde mir nicht vorhin gesagt, dass Spinnen die größten Feinde des Basilisten sind, beziehungsweise die... Ja gut, was soll ich sagen? Dass der Basilisk der größte Feind der Spinnen ist. Wieso sind also so viele Spinnen hier unten? Ich glaube nicht, dass der Basilisk sich irgendwelche Spinnensklaven angesammelt. Danke, wollte gerade sagen, was ist denn jetzt schon wieder kaputt? Oh, joa, sieht schon mal super aus. Ist bestimmt auch super. Kann ich mir vorstellen, dass das viel Spaß macht.
Ja, jetzt ist das hier alles schön zu. Ja, okidoki. Und ihr kennt das Prinzip ja von allen möglichen Jump-Runs. Immer wenn das Ding am untersten Punkt ist, einfach mal loslaufen, weil... Ey, komm, das war jetzt ein Millimeter. Ich bin extra, genau einen Millimeter wollte ich da, mich davor positionieren. Aber nein, das muss ja immer so millimetergenau sein, dass ich dann im Endeffekt sterbe. Ach ja, Frustration beim Harry Potter Spielen. Sowas muss es echt anscheinend auch noch geben. Naja, erledigen wir das eben. Schnelldurchlauf, 1, 2. Das heißt, man kriegt den kostenlosen Heiltrank. Wie dem nun mal immer so ist. Und ich habe noch nicht einmal heute geil gesagt. Es wird mal Zeit, ein bisschen geil zu rufen. Denn ohne geil geht es einem manchmal doch bedeutend schlechter, als es einem gehen sollte. Denn wenn das Leben auch noch so scheiße ist, manchmal schreit ein lautes Geil in die Welt und die Welt schreit ein Geil zurück. Vielleicht manchmal, wenn ihr die Welt denn geil schreien lässt. So oder so ähnlich. Und diesmal machen wir das jetzt nicht im Speed-Durchlauf.